Schwere Vorwürfe gegen Toto Wolff und seiner Ehefrau Susi Wolff. Es geht um den Verdacht des Geheimnisverrats. Kein Scherz. Die Einzelheiten dazu jetzt. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir nun über schwere Vorwürfe sprechen, die gegen Toto Wolff und Susi Wolff gerichtet sind. Es gibt einen Artikel des Business F1, das ist ein Magazin, das im Fahrerlager als ziemlich dubios und zugleich auch als nicht vertrauenswürdig gilt. Und alleine nur anhand dieses Artikels hat die FIA nun angekündigt, eine Prüfung vorzunehmen. Das sorgte bei allen Beteiligten für doch ziemlich große Irritationen, sowohl bei Mercedes als eben aber auch bei der FOM, also beim Formula One Management. Ja, worum geht's eigentlich? Denn nach einem Bericht des Fachportals Business F1, eben über einen angeblichen Interessenkonflikt bei Toto Wolff und seiner Frau, über den sich angeblich andere Formel 1-Funktionäre beim FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem beschwert haben wollen. Demnach soll Susi Wolff als Geschäftsführerin der F1 Academy Zugang zu vertraulichem Wissen aus der Spitze der Rennserie haben und dieses Wissen mit ihrem Mann Toto geteilt haben. Und Toto Wolff soll, so der Vorwurf, im Gegenzug seine Frau über Gespräche zwischen den Teamchefs in Kenntnis gesetzt haben, sodass dann wiederum diese Informationen an den Rechteinhaber gelangten. Ja, die FIA hat sich am Dienstagabend, also gestern Abend, dazu geäußert und auch mitgeteilt, dass man sich dessen bewusst sei, dieser ganzen Medienspekulationen. Und man führt weiter aus, die sich, Zitat, um die Behauptung drehen, dass vertrauliche Informationen von einem Mitarbeiter des FOM an einen Formel-1-Teamchef weitergegeben wurden. Nun untersuche die Compliance-Abteilung der FIA genau diese Angelegenheit. In dem Statement der FIA werden Toto Wolff und Susi Wolff namentlich nicht genannt. Allerdings hat Mercedes selber reagiert und eine Pressemitteilung herausgegeben, sodass dann auch klar war, wer wirklich gemeint war, eben Toto Wolff und seine Frau Susi. Ja, in diesem Bericht werden eben Toto Wolff und Susi Wolff eben auch beschuldigt, ebenfalls auch noch das Formula One Management, für das eben Wolffs eben, ja, ebenfalls namentlich genannte Ehefrau Susi als Geschäftsführerin der Frauen-Nachwuchsserie der F1 Academy ist, ja, haben da ziemlich irritiert reagiert. Mercedes hat ein Statement herausgegeben und Folgendes wissen lassen: Wir nehmen die allgemeine Erklärung der FIA von heute Abend zur Kenntnis, die auf unbegründete Anschuldigungen eines einzelnen Medienorgans reagiert, sowie das inoffizielle Briefing, das mit dem Teamchef von Mercedes AMG F1 in Verbindung gebracht wurde. Und weiter lässt man wissen, das Team hat keine Mitteilung von der FIA Compliance Abteilung zu diesem Thema erhalten und es war sehr überraschend, durch eine Medienerklärung von der Untersuchung zu erfahren. Wir weisen die Anschuldigung in der Erklärung und die damit verbundene Medienberichterstattung, die die Integrität und die Compliance unseres Teamchefs zu Unrecht angreift, entschieden zurück. Ja, nun, das hat man auch wissen lassen im offiziellen Statement, erwarte Mercedes auch, Zitat, eine vollständige, prompte und transparente Korrespondenz zu dieser Untersuchung und ihrem Inhalt. Die FOM wiederum hat auch darauf reagiert und dort erklärte man, man sei, Zitat, zuversichtlich, dass kein Mitglied unseres Teams unautorisierte Informationen an einen Teamchef weitergegeben hat. Zugleich zeigte sich die FOM selber wiederum ziemlich irritiert, weil auch die FOM tatsächlich erst von den Medien über diese Untersuchung erfahren hat seitens der FIA und lässt wissen, wir nehmen die öffentliche Erklärung der FIA von heute Abend zur Kenntnis, die uns nicht im Voraus mitgeteilt wurde. Wir haben volles Vertrauen, dass die Anschuldigungen falsch sind und wir haben robuste Prozesse und Verfahren, die die Trennung von Informationen und Verantwortlichkeiten im Falle eines möglichen Interessenkonflikts sicherstellen.
Susi Wolf, also die Frau von Toto Wolf, hat sich auch nochmal abseits der offiziellen Erklärung seitens dem Mercedes-Team bei sich auf Instagram dazu auch nochmal geäußert. Und sie hat darüber wissen lassen, sie fühle sich eben zutiefst beleidigt, sei aber leider nicht überrascht von den Anschuldigungen, die nun auch gegen sie erhoben wurden, die sie wiederum aufs Schärfste, wie sie selber betonte, zurückweise. Gleichzeitig hat sie diesen ganzen Vorgang als, Zitat, entmutigend, dass meine Integrität auf diese Weise in Frage gestellt wird, vor allem, wenn dies auf einschüchterndem und frauenfeindlichem Verhalten zu beruhen scheint und sich auf meinem Familienstand und nicht auf meine Fähigkeiten konzentriert. Ja, die frühere Rennfahrerin selber vermutet eben also den Versuch einer möglichen Einschüchterung und vor allem auch die Frauenfeindlichkeit als Ursache dieser genannten Vorwürfe. Die Form selber lässt des Weiteren auch noch wissen, wir haben volles Vertrauen, dass die Anschuldigungen falsch sind. Ja, es kommt nicht alle Tage vor, dass solche erheblichen Anschuldigungen erhoben werden. Es geht hier um den Verdacht des Geheimnisverrats, also dass man Informationen weitergegeben hat, obwohl man das eben nicht darf. Und auch wenn dieses Magazin, also Business F1, wie gesagt, als dubios bezeichnet wird im Fahrerlager und auch nicht gerade, wie kann man so schön sagen, nicht gerade wirklich als vertrauenswürdig gilt, muss trotzdem dieser Vorgang untersucht werden. Aber es mutet schon ein bisschen seltsam an, dass sowohl Mercedes wie auch Susi Wolf sowie auch die FOM erstmal aus den Medien selber erfahren mussten, dass die FIA diesen Vorgang nun überprüfe. Wer also geglaubt hat, nach dieser, naja gut, ganz so turbulenten Formel-1-Saison war es jetzt auch nicht, aber zumindest mal dieser langen Formel-1-Saison, dass jetzt mal ein wenig Ruhe einkehre, der irrt also. Das heißt, das bald anstehende Weihnachtsfest wird zumindest aktuell ein wenig überschattet von diesen Vorwürfen, die gegen Toto Wolf und seiner Frau Susi Wolf gerichtet sind. Soweit für den Moment. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle und tschüss.